Ich möchte ja noch ganz kurz eine wichtige Sache erzählen, und zwar, Erzählen. pass mal auf, du hast ja gestern so ein bisschen was noch mitgebracht. Oh Scheiße, du hast ja auch deine Story gepostet. Ja. Ich muss euch ganz kurz erzählen, Leute, dass dieser kleine Wichser mir gestern fast wirklich mein komplettes Leben zur Hölle gemacht hat, Alter. Weil der ist einfach gestern abgehauen. Wir sind ja umgezogen und der Hund ist einfach rausgerannt, so, ne? Der ist einfach abgehauen und der ist einfach los, so, und dann haben wir den halt erstmal gesucht und tatsächlich haben sehr, sehr lange gebraucht, bis wir überhaupt erstmal gecheckt haben, dass der Hund weg ist. Also irgendwann war so nach 20 Minuten, wir waren gerade so dabei, den Stream aufzubauen und so, plötzlich war auf einmal der Hund weg, so richtig, richtig krasse Panik. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist dann so in so einer Schockstarre, Komplett. so wirklich so Tunnel war ich. Ich war komplett durch, Mann, ich war komplett weg, keine Ahnung, wo dieses Tier ist, der ist irgendwo rumgelaufen, ich hatte null Plan, was abgeht, richtig, richtig krass. Und dann haben wir natürlich erstmal gesucht, haben erstmal überall unseren Innenhof abgesucht, Terrasse, alle Zimmer unterm Bett geguckt und sowas, aber der war ja nicht so und der ist nicht da gewesen. Dann haben wir auf unserer Straße geguckt, ob er da irgendwo ist, der war ja auch nicht so. Dann bin ich einmal komplett die Gassi-Runde gelaufen, die kleine, die große, die sehr große Runde, überall, wo ich mit dem Hund immer so gerne hingehe, wo ich auch weiß, wo er mal stehen bleibt. Es Ja. gibt so zwei, drei Hauseingänge, da rennt er manchmal rein und so. Und da, wo halt auch immer andere Hunde sind, so gerade im Park und so, sind wir auch hingelaufen, war ja auch nicht. Dann habe ich halt eine Story gepostet und so. Und sau viele Leute, auch riesiges Dankeschön an alle, so auch an Leute, mit denen ich gar nicht so viel zu tun habe, so Jasmin, Azizam und so, Pietro. Alle haben das sofort, einfach ohne dass ich sie gefragt habe, zum Teil einfach gerepostet und so, Freddy und sowas auch. Riesiges Dankeschön auch an Sophie von Thomas, die so mitgeholfen hat zu suchen, Clara, Jody, Mo, Max, die alle auf einmal gesagt haben, okay, wir helfen jetzt hier. Ja, und er ist einfach halt weg gewesen, so, er ist einfach weg gewesen, ich wusste nicht, was abgeht. Dann ist Sammy Mokuba. Ich muss jetzt hier wirklich nochmal so eine, wie sagt man das? Kennst du dieses Sprichwort? Ich muss hier eine Lanze für dich brechen. Sagt man das? Ja, Was ne? nochmal? Wie sagt man dieses Sprichwort? Ich frage hier so eine, so ne? So eine ne? Kennst du deutsche Sprichwörter? Nein. Lanze für dich brechen, sagt man das? Ich glaube schon. Ich muss auf jeden Fall hier eine Lanze für Sammy brechen. Der hat, gestern ist er auf die Idee gekommen tatsächlich und hat gesagt, pass mal auf, Digga, du wirst den über Instagram und so nicht finden. Dann habe ich erstmal die Leute von Köln ist cool getaggt. Das ist so eine Meme-Page hier aus Köln. Den folgen alle Leute aus Köln, dann hast du sogar noch repostet und so. Und Ich habe richtig mitgefühlt. ja, du hast auch geschrieben, so alles krass, hast mich angerufen so direkt. Das war so, war halt wirklich kompletter Kopfweg. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn so ein Tier auf einmal weg ist, was man halt noch gerade erst relativ frisch hat. Ich meine, ich habe dich jetzt erst seit noch nicht mal einem Jahr, Alter. Weißt du was? Ich meine, ich habe seit November, so 8 Monate oder sowas. Oder seit Aber ist 7 Monaten. süß. Ist halt wirklich ein krank süßer Kerl. Dann ist das schon echt ein Kopfweg, so, weil wir halt nicht wussten, was abgeht. Und er war halt einfach weg. So, und dann sind wir halt rumgefahren. Ich bin im Auto noch mal ein paar Runden gedreht. Wir haben Feuerwehr angerufen, Polizei. Der ist bei Tasso gechippt und so. Und haben halt da versucht, irgendwie was zu bewegen. Die Feuerwehr meinte so, ja, wenn, dann würde der bei uns abgegeben werden. Polizei weiß auch Bescheid. Und wir haben halt super viele Leute gehabt, die das geteilt haben. Und dann kam Sammy auf die Idee, Mokuba, Alter. Riesiger Ehrenmove, wirklich. Er hat dann gesagt, pass mal auf, Digga, du weißt, von Facebook und TikTok kommt nichts Gutes, das sagen wir immer. Aber in dem Fall war es nicht so. Es gibt auf Facebook, gibt es so Netzwerkgruppen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Leute, die halt da irgendwie, die verkaufen hier einen benutzten Ja. Dildo, Fahrradsattel, Geschirr von der Oma. Ich brauche 3 Helfer, dann und dann und dann, halt sowas. Und in Köln gibt es halt eine sehr große Gruppe, das Netzwerk Köln. Da sind gerade so die ganzen Leute drin, die halt auf Facebook noch aktiv sind. Also ich zum Beispiel gar nicht so. Ich war da mal vor Jahren drin. Bin aber nicht mehr teil gewesen so. Und Sammy meinte so, warte, meine Freundin ist da drin. Ich geh hin und lass die das posten. Und dann hat die das da reingeschrieben und ich meinte so, yo, okay, fuck, ich war immer noch, so, ich saß im Auto währenddessen und bin zu meiner alten Wohnung hingefahren. Genau, bin zu meiner alten Wohnung hingefahren, weil ich dachte, okay, vielleicht ist er da hingelaufen, so Ja, was ja macht sinnig Sinn. sein könnte. So, der kennt ja die Stadt, die Innenstadt relativ gut und kann natürlich sein, dass der da irgendwo hingelaufen ist. War aber nicht so. Und ich habe dann da erstmal rumgesucht im Park und sowas. Und das Krasse war, ich war dem Hund näher, als ich eigentlich wusste. Also Ja. ich war bei meiner alten Wohnung und war in dem Park, der, was heißt kleiner Park, so direkt in der Nähe ist von der alten Wohnung. Plötzlich kriege ich einen Anruf von Sammy. Und Sammy meint, yo, wir haben deinen Hund. Und ich so, hey, what the fuck? Oh mein Gott, Das was war war das so für ein krass. Ich Gefühl, saß mit oder? meinem besten Freund im Auto und ich war fast am Heulen. Ich so, what the fuck, das kann jetzt nicht sein, dass wir den Hund haben. Wie kann das gewesen sein? Du hast vor 10 Minuten das da auf Facebook gepostet. Und er meinte so, warte hier, guck mal hier, fahr zu der Adresse und ich gucke auf den Standort und der Standort ist wirklich eine Minute von dem entfernt, wo ich gerade war. Also intuitiv bin ich da Ja. hingefahren, so. Ganz, ganz krass, ganz, ganz krass. Dann war das ein Mädchen hier aus Köln und ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz ein riesiges Shoutout an die raushauen.
Die, richtig, richtig korrekt, Leute. Heißt selber, heißt sie, wo ist sie? Moment. Alexandra Osesiak. Sie macht doch selber Musik und sowas und hat mir mal ein bisschen was Muckel geschickt und ich werde auf jeden Fall nochmal Shoutouten für. Ich habe ja auch Finderlohn und alles gegeben. Sie hat halt dann Moku über Facebook kontaktiert, beziehungsweise geschrieben, ich habe den Hund. Und sie hat selber in diese Gruppe reingeschrieben, dass sie den Hund hat. Und dann bin ich halt dahin. Dann war schon die Feuerwehr vor Ort und ich dachte so, okay, fuck, was machen die denn hier? Und die meinten so, ja, wir wollen gerne den Hund abholen. Ich so, ach, die seid wegen dem Hund hier. Und die so, ja, wer bist du denn? Ich so, ja, ich bin der Besitzer. Und die so, ach, krass, dann können wir wieder fahren. Und die Feuerwehr war auch alarmiert. Also, es war so krass. Der Hund war effektiv 1,5 Stunden weg. Ich habe den dann noch Geld gegeben, halt als Finderlohn. Und habe dann den Hund zurückgehabt und saß erstmal 5 Minuten im Auto, hab nichts gerafft. Hatte. Ich war wirklich tatsächlich komplett Schock. Weißt du, was ich meine? Ja. So schockstarrenmäßig. Ich war in so einem Tunnel drin und war übertrieben froh, dass der Hund wieder da ist. Deswegen warst du gestern auch so verwirrt in dem Stream, ich war so verwirrt. Ich habe alles daneben gekippt. Alles. Es war richtig, richtig krass. Im Hochstream, weil das Video davon wird geisteskrank funny. Aber ich habe halt wirklich reingeschissen einfach. Aber ich finde trotzdem krass, dass du trotzdem noch gestreamt hast. Weil eigentlich normalerweise müsste man so bei so einem Tag so sich wirklich... Eigentlich sagen so, ich chill jetzt. Aber ich habe halt alles vorbereitet. Weißt du, was ich meinte? So ein Vollsatz ist extra gekommen, deshalb... Ja, sie hat auf jeden Fall einen Hund gefunden. Sie hat gesagt, der Hund war 20 Meter gefühlt von unserem Haus auf der Straße entfernt hat andere Hunde angebellt und wollte halt spielen. So, das Ding ist, Akani ist immer noch nicht kastriert. Das heißt, entweder wollte er bumsen oder spielen. Mehr hat er gerade nicht im Kopf. Und hat andere Hunde angebellt. Dann hat sie gemerkt, okay, krass, ich nehme den jetzt mit. Das Ding ist, als ich im Park war und auf der Straße und in den Vierteln drumherum so, habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte diesen Hund überall gesehen. Ja. Ich habe gefühlt, als hätte ich ihn im Park gesehen, als hätte ich ihn auf einer gegenüberliegenden Straßenseite gesehen, als hätte ich ihn im Busch gesehen. Alles, wirklich alles. Kompletter Kopfweg halt, weil man dann halt so in so einer Panik ist. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat sie den Hund einfach gefunden und hat den nach 2 Minuten, war der wirklich nur 10 Minuten alleine auf der Straße, wenn überhaupt, hat da Scheiße gebaut. Die hat ihn direkt mitgenommen und halt direkt in diese Gruppe geschrieben und so. Und ich muss da echt einen riesen Shoutout an Sammy und Alexandra raushauen, die den Hund hier gefunden haben. Die beiden sind natürlich auch nochmal unten verlinkt. Riesiges Shoutout. Krank, krass. Also ehrlich, einfach nur richtig, richtig, richtig dramatische Geschichte gewesen, Mann. Ehrlich, ganz, ganz wild und ganz, ganz crazy, dass wir den Hund so schnell wiedergefunden haben. Man muss sich mal überlegen, so, das hat 1,5 Stunden gedauert, 2 Stunden, dann hatte ich den Hund zurück. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wie krass ist das bitte? In so einer Millionenstadt. Mitten in der Innenstadt, wo der Hund alles sein könnte. Und bei mir und im auch Kopf, noch über Facebook. Ja, über fucking Facebook, was ich seit Jahren nicht mehr nutze, weißt du? So, was für ein krasser Zufall ist das bitte? Und ich hatte halt wirklich kranke Sorge, dass der kleine Penner hier überfahren worden ist. Ne? Ich hatte wirklich Angst, dass der über die Straße rennt oder so und überfahren gewesen ist. Ich meine, der weiß ja auch nicht, dass er, wenn er raus hat, dass er was Dummes macht. Ne? Du bist so jung. Du bist halt so jung und so dumm noch. Aber Leute, ich hole mir jetzt ein Halsband wahrscheinlich, also habe ein Halsband bestellt für den Hund mit GPS-Tracker, nochmal zusätzlich dazu, weil ich habe ja eine Leine und die mache ich ihm um, sonst hat er kein Halsband, weil ich immer denke, das ist halt nicht so gut fürs Fell und so, das ändere ich aber jetzt. Kriegt auf jeden Fall einen Tracker dran, der ist ja sowieso gechippt, der Chip kommt dann nochmal zusätzlich ans Halsband dran und dann ist das jetzt alles safe, also dann kann er eigentlich nicht mehr abhauen und wird er auch nicht mehr, weil wir jetzt halt wissen, wie wir uns zu verhalten haben, ne? Türen und Fenster macht man zu, wenn man einen Hund im Haus hat. Akani ist alleine Gassi gegangen. Digga, wirklich, genau. Ich weiß nicht. Er ist einfach abgehauen, ist einfach durch... Richtig selbstständig. Durch ein halb geöffnetes Fenster so durch und dann über einen Umweg nach unten gekommen. Ganz wilde Geschichte. Er hat noch nebenbei noch ein paar Leute besucht. Der wollte raus Frauen klären, der kleine Wichser. Der wollte einfach raus Frauen klären. So wie du. So wie ich, aber ich habe es an dem Abend dann nicht geschafft, sondern habe halt gestreamt und war traurig. Ja Leute, was soll ich sagen, ey, ganz wilde Geschichte wirklich. Also das war echt krass, dass das da so gekommen ist. Hätte ich nicht gedacht, Mann. Fand ich wirklich insane.